Also in diesem Zonfile, was ich da gerade hergezeigt habe, hat man also gesehen, eben eine Zone, diese Zone BitTorrent.cat und zwei Ressource-Records dazu. Und diese Ressource-Records sozusagen waren digital signiert. Ich zeichne das da vielleicht ein bisschen nur ein, ja, dann nehmen wir da andere Farbe. Also, so, also unter dieser BitTorrent.cat-Zone waren also hier, sage ich mal, war ein SOA-Rekord und dann haben wir da gehabt ein MS-Rekord, so war es jetzt. Ja. Was jetzt noch dazu gekommen ist außerdem sind es eben zwei DNS-Key-Records, wie gesagt, das erkläre ich dann gleich, warum das so ist. Prinzipiell war es aber hier DNS-Key. Und was man ebenfalls gesehen hat, waren also dieses NSEC-Rekord, das hier war. So, und alle diese Records sozusagen waren jetzt nun digital signiert. Das heißt, ich zeige das jetzt einfach so ein, ja, quasi jedes Einzelne natürlich bei sich, ja, war also eine digitale Signatur drauf. Das bedeutet also, jemand, der jetzt eine DNS-Abfrage macht, grundsätzlich, also, noch einen Schritt zurück nochmal, mit Hilfe des NSEC-Records und dem RRC-Records ist also, wenn man so will, diese ganze Zone hier digital signiert, ja. Das heißt, jedes einzelne Element der Zone ist also digital signiert gewesen, mit Hilfe eben den Private Key. Den Private Key, den haben wir noch gar nicht gesehen. Ja? Also die Schlüsselung sind die Private Keys, die Public Keys. So, also jemand, der jetzt eine Abfrage im DNS macht, in dieser Zone, der kann also jetzt nach den einzelnen Ressource-Records fragen, der kann jetzt außerdem also das SOA-Record abfragen, das NS-Record abfragen, aber er kann auch die RRC-Records, die dazu passenden, abfragen. Er kann sich auch den öffentlichen Schlüssel holen und kann also sozusagen eine Verifikation der Daten durchführen. Das heißt, ein Abfrager nimmt also, sage ich mal, das macht man immer andere Farben, nimmt also jetzt, so, nimmt also jetzt das SOA-Rekord zusammen mit dem RRC-Rekord zum Beispiel. Zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel, den brauchen wir ebenfalls, ja, kann das Ganze jetzt eben in diese Funktion V, also Verification-Funktion, einfüllen und bekommt dann als Ergebnis eben Ja oder Nein. Ja. Also Ja oder Nein heißt, Signatur ist richtig oder ist nicht richtig und als Schluss kann man eben ziehen, wenn die Signatur richtig ist, quasi ist das Gesamtbild also richtig. Wenn nicht, dann war irgendetwas falsch. Ja? Also irgendeine der Eingangsdaten von dieser Funktion waren also falsch. Ja? So, das ist also wunderbar. Das Problem, das wir jetzt allerdings haben, ist, zu dieser Zone komme ich ja in dem DNS nur über die Delegation. Das heißt, also der schwarze Pfeil, der von oben da runter geht, irgendwo habe ich eine Delegation. Hier zu dieser unteren Zone. Und zwar, über was brauche ich für die Delegation? Ein NS-Rekord, klarerweise. Also ich brauche immer ein NS-Rekord für eine Delegation. Also die Frage ist also, wie komme ich jetzt eigentlich kryptografisch sicher zu dieser Zone überhaupt hinunter? Mit der Methode, die wir da bisher jetzt gesehen haben, kann ich also die Zone an sich, für sich, wenn ich einmal dort bin, kryptografisch sichern. Das kann man natürlich auch für jede andere Zone machen. Wenn man also annimmt, CAT ist ebenfalls eine Zone für sich, dann kann ich also auch sozusagen das. Ich zeichne das jetzt nur so allgemein ein, bedeutet also auch die Zone CAT ist für sich
kryptografisch mit DNSSEC gesichert. Das heißt, es gibt auch dort diese RRSECs und einen DNS-Key, einen eigenen und so weiter. Ja. Der DNS-Key in der Zone CAT ist natürlich ein anderer als in der Zone BitTorrent, wenn man annimmt, dass das zwei verschiedene Zonen-Authorities sind. Ja, also das BitTorrent und CAT wäre eben eine Firma und das CAT wäre irgendein RIR, sagen wir jetzt zum Beispiel. Dann haben die natürlich unterschiedliche DNS-Keys, weil die wollen sich ja miteinander logischerweise nicht denselben Private Key teilen. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für die Root-Zone. Auch die Root-Zone für sich kann man, beziehungsweise ist natürlich auch mit Hilfe von DNSSEC gesichert. So, die Frage jetzt, um auf das zurückzukommen, wie ist jetzt eigentlich die kryptografische Verbindung zwischen der einen und der anderen Zone? Und das wiederum geschieht über das DS-Rekord. Also ich habe vorher gesagt, es gibt eben vier neue Records, die entwickelt worden sind. Das ist das RRSEC. Das ist das NSEC-Rekord für die Verkettung, das ist das DNS-Key-Rekord für das Abspeichern vom Schlüssel. Und dann gibt es das DS, also Designated Signer, also Designation Signer, Feld. Und dieses DS-Set ist jetzt sozusagen oder wird dafür verwendet, um diese kryptografische Verkettung zwischen den einzelnen Zonen herzustellen. Und zwar das DS-Set ist in Wirklichkeit nichts anderes als der Hash-Wert von dem DNS-Key. Das bedeutet also, wie zeichnen wir das da jetzt ein? Bleiben wir da drin, wo bin ich jetzt? Grüne Farbe. So. Ich nehme also den DNS-Key her. Den füge ich in eine Hash-Funktion ein, eine kryptografische Hash-Funktion. Also, ja. Und als Ergebnis bekomme ich das DS, also den kryptografischen Hash-Wert, ja, von sozusagen diesem NSEC. So, und dieses NSEC-Rekord wiederum, das gehört jetzt bei DNSSEC zur Delegation dazu. Das heißt, dieses, ich mache den Pfeil gewesen, also, das ist jetzt die falsche Form. So, dieses DS-Set hier, das gebe ich jetzt hier zu der Delegation dazu. Also das NS-Rekord da oben, schreibe es vielleicht daneben hin, das ist die Delegation. Delegation in Deutsch schreibt er mit I, ja, also Delegation. In der übergeordneten Zone, in diesem Fall also in der Zone CAT, kommt das DS-Rekord, das den Namen BitTorrent.CAT hat, weil es ist ja ein Rekord aus der unteren Zone, in die obere Zone hinein. Es ist also dort an einer nicht authoritativen Stelle, genauso wie das NS-Rekord. Das NS-Rekord in der Zone CAT hat ja ebenfalls den Namen BitTorrent.CAT, ja, weil es ja eine Delegation auf das untere ist, steht also auch dort an einer nicht authoritativen Stelle. Aber mit Hilfe dieses DS-Sets ist es jetzt möglich, oder sozusagen ist es möglich, die kryptografische Verbindung zwischen der oberen und der unteren Zone herzustellen. Und zwar, das heißt, mit Hilfe von diesem DS-Set verknüpfe ich kryptografisch diese beiden Zonen miteinander. Und zwar funktioniert das Ganze so, ich komme also über die Delegationen von oben, von der Root-Zone und so weiter, zu dieser CAT-Zone hin. Dort bekomme ich dann eben den Delegationshinweis, ja, also sprich das NS-Rekord, aber ich hole mir dazu auch das DS-Rekord dazu. Mit diesen beiden Informationen gehe ich dann in die BitTorrent.CAT-Zone, über die Delegation nach unten sozusagen. Dort wiederum kann ich mir jetzt den öffentlichen Schlüssel holen, der ein DNS-Key-Rekord drin ist. Aus dem DNS-Key kann ich ja selbstständig den Hash-Wert errechnen. Die Funktion ist ja bekannt. Ich rechne mir also selbst den Hash-Wert aus.
und kann jetzt vergleichen, ob das DS-Set, das ich mir zuvor geholt habe, mit dem Hashwert, den ich jetzt habe, übereinstimmt. Wenn das der Fall ist, weiß ich, passt, das ist also in Ordnung. Wenn es nicht übereinstimmt, dann ist irgendwas falsch. Ja? Ja, und dieses Konzept der Verkettung kann ich jetzt natürlich auf alle übergeordneten Zonen sozusagen anwenden. Also jetzt hier natürlich auch gibt es in der Zone Cut ebenfalls genauso diese DNS-Key und so weiter Records. Dort bekomme ich auch ein DS-Set heraus und dieses DS-Set schreibe ich dann in die Root-Zone hinein für die Zone Cut und bekomme also auch hier sozusagen eine kryptografische Verbindung. So, wie geht das bei Root? Ja, zu dem, wie das bei Root geht, komme ich gleich. Vorher, also gleich nicht, aber dann. Ja, also das beantwortet sich dann noch. Ja. Die Root-Zone hat natürlich auch ein DS-Set, das steht aber nirgends. Jetzt die Frage, was ist da? Aber wir kommen auf das auf jeden Fall noch, weil das ganz essentiell ist. Grundsätzlich, na oder, sag ich's gleich. Also grundsätzlich ist es jetzt so, wenn man sich diese Zeichnung anschaut da, das, was ich rot eingezeichnet habe, ist also die kryptografische Verbindung. Es ist also jede Zone für sich ist also in sich kryptografisch gesichert mit Hilfe dieser digitalen Signatur. Und über das DS-Set bekomme ich jetzt sozusagen über das DS-Set bekomme ich jetzt die Beziehung zwischen der einen und der anderen Zone, also sprich über die Delegation hinweg. Das bedeutet also, wenn ich jetzt oben in der Root-Zone beginne zu fragen, dann kann ich kryptografisch gesichert mich durch den gesamten Baum nach unten handeln. Also kryptografisch gesichert bedeutet immer mit Hilfe von Kryptographie, also mit mathematischen Methoden, denen man vertraut, ja, also modernen mathematischen Methoden, wo man weiß, also die sind nicht gebrochen. Das bedeutet also, wenn ich der Root-Zone vertraue, kann ich auch allen anderen darunter vertrauen, sofern die kryptografischen Prüfungen, also die Verifikation der Signaturen, richtig ist. Also den ganzen Zweig hinunter, das ist so mathematisch festgelegt. So, und da ist jetzt der Haken an der Sache. Ich habe gesagt, wenn ich der Root-Zone vertraue. Ja, da hat man jetzt ein Problem. Was ist, wenn ich der Root-Zone nicht vertraue, dann funktioniert das ganze System nicht. Das ist irgendwie klar. Ja? So, und das Vertrauen mit der Root-Zone, das ist dasselbe Vertrauen, ist in Wirklichkeit eine Frage des Schlüsseltauschs. Ja? Also man kann das auf das Problem des Schlüsseltauschs sozusagen herunterbrechen. Weil auch in der Root-Zone ist ja ein DNS-Key drinnen, also der öffentliche Schlüssel der Root-Zone ist ja in der Root-Zone, den kann ich ja dort abfragen, damit kann ich ja alles prüfen. So, wie umgehe ich aber jetzt das Problem, das Man-in-the-Middle, das wir vorher schon diskutiert haben, woher weiß ich denn, dass der Key, den ich da bekomme, wirklich der richtige Key ist. Ja? Und diese Prüfung kann ich nur über einen anderen Weg durchführen. Also ich kann nicht über dasselbe Medium, über das ich den Schlüssel getauscht habe, auch die Integrität von dem Schlüssel prüfen, also ob es wirklich der richtige Schlüssel ist, funktioniert nicht. Das ist also ja, es kryptografisch halt nicht möglich. Das ist ein Widerspruch in sich, eben in diesem, wegen dem Man-in-the-Middle-Problem. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg, einen unabhängigen Weg, um zu prüfen, ob der Schlüssel richtig ist. Ich vermute mal, dass Sie alle wissen, dass bei HTTPS, also HTTP über SSL, Verschlüsselung und so weiter im Spiel sind, da gibt es die Sachen mit den Zertifikaten und so weiter, das werden wir noch diskutieren, eventuell in einer anderen Lehrveranstaltung. Wie dem auch sei, ich vermute mal, dass Sie alle wissen, dass in Ihrem Browser, egal wie auch immer der heißt, Zertifikate vorinstalliert sind. Und diese Zertifikate sind deshalb vorinstalliert, damit man sozusagen das Schlüsseltauschproblem umgehen kann. Ja? Also man hat bei HTTPS dasselbe Problem, dass der Browser also Schlüssel bekommt, muss prüfen, ob die richtig sind. Und damit er das kann, ist der andere Weg, von dem ich gerade gesprochen habe, einfach der, dass gewisse Zertifikate, also öffentliche Schlüssel, in den Browser bereits eingebaut sind. Er muss sie also nicht über das Netzwerk holen. Ja? So, und genau das gleiche macht man auch bei DNSSEC. Bei DNSSEC macht man nichts anderes,
als dass man bei der Konfiguration des Nebenservers den Schlüssel der Root-Zone in die Konfiguration bereits als Administrator mit aufnimmt. Ich kann mir den Schlüssel kann man im Internet downloaden, wie auch immer, also der ist ja bekannt, der Schlüssel der Root-Zone. Ich konfiguriere den also in den DNS-Server mit ein. Das ist der sogenannte Trust Anchor, nennt man das. Also auf Deutsch heißt es der Vertrauensanker. Der ist also in der Konfiguration drinnen, irgendwo habe ich das dann noch auf einer Folie stehen, wenn Sie das sehen. Und damit ist also der Schlüsseltausch mit der Root-Zone nicht erforderlich. Das heißt, wir können also sozusagen, weil der DNS-Server den Schlüssel bereits also von mir als Administrator bekommen hat, vorher muss also diese nicht über das Internet übertragen werden. Das heißt, der DNS-Server geht also her, holt sich aus der Root-Zone die entsprechenden Daten, also die Signaturen und so weiter, alles was notwendig ist, und kann mit dem Schlüssel, der bereits in der Konfiguration vorhanden ist, diese Signaturen sozusagen überprüfen. Damit wird das Vertrauen zur Root-Zone hergestellt, sofern die Antwort immer ja ist. Ja. Und dann, wenn das Vertrauen also kryptografisch zur Root-Zone hergestellt ist, kann man den restlichen Weg durch diese Zeichnung, die ich da gemacht habe, also nach unten, einfach durch Algorithmen sicherstellen. Ja. So. Beantwortet das Frage, was ist mit der Root-Zone, wie geht das? Lange Antwort. Ja, wie geht das konkret mit der Laborierung des Zeichnungen? Ja? Also ich habe das dann auf den Folien stehen, wie das geht. Ja. So. Wo ist jetzt das Problem? Also ja, ich weiß schon genau. Ich habe Ihnen ja gezeigt, dass in dieser Zone zwei Schlüssel drinnen waren. So, es ist jetzt ein folgendes Problem. Also das ist das, was ich gerade erklärt habe, das mit der Verkettung, wir brauchen das NS-Record, gegebenenfalls ein E-Record braucht man bei der Delegation natürlich auch, ja, gegebenenfalls, Sie wissen, wenn man ein E-Record braucht, und dann braucht man jetzt also auch noch das DS-Record, ja, das ist, also da steht jetzt das, was ich gerade erklärt habe. So, etwas, das man eher in Kryptografie-Vorlesungen auch hört, ist, dass also Schlüssel natürlich geknackt werden können. Und was man auch hört, ist, dass mit der Anzahl, sozusagen mit der Datenmenge, die vorhanden ist, mit der Größe der Datenmenge die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schlüssel geknackt werden kann, steigt. Das bedeutet also, umso mehr verschlüsselte Daten Sie sammeln, die mit demselben Schlüssel verschlüsselt worden sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit oder umso einfacher wird es sozusagen, diese Daten zu entschlüsseln oder gegebenenfalls sogar den Schlüssel herauszufinden. Also warum das so ist, das hört man in Kryptografie, ist jetzt egal, es ist so. Daten fallen bei DNS sehr viel an, weil ja sehr viele Anfragen stattfinden. Und wir haben es hier ja mit einer One-Way-Situation zu tun, das ist das Problem. Anders als bei vielen anderen Verfahren, die mit Kryptographie arbeiten, wird hier mit asymmetrischen Schlüsseln gearbeitet, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ja kein Schlüsseltausch möglich ist. Also nicht on the fly. Bei den meisten quasi in der Praxis eingesetzten Verschlüsselungsverfahren ist es ja so, dass die Daten im Endeffekt mit symmetrischen Verfahren verschlüsselt werden. Aus dem einfachen Grund, weil symmetrische Verfahren viel schneller sind zum einen. Zum anderen werden bei den symmetrischen Verfahren die Schlüssel on the fly generiert und mit einem asymmetrischen Verfahren gesichert. Das heißt, das asymmetrische Verfahren wird nur ganz wenig eingesetzt, um den symmetrischen Schlüsseltausch zu unterstützen. Ja? Also das ist dann das, was zum Beispiel Authenticated Diffie-Hellman macht. Ja? Ein Schlüsseltausch ist aber hier nicht möglich, weil wir wissen, dass bei DNS habe ich eine Anfrage, eine Antwort.
Um einen Schlüssel zu tauschen, wissen Sie von Diffie-Hellman zum Beispiel, muss jeder eine Nachricht hin und her schicken, ja? Dann können beide einen Schlüssel generieren und dann kann man verschlüsselt kommunizieren. Das würde also bedeuten, dass bei dieser DNS-Anfrage vorab irgendeine Art von Handshake stattfinden müsste. Und das würde das Ganze extrem aufblähen. Das Protokoll natürlich außerdem wäre nicht abwärtskompatibel. Ja, weil die alten Server, die nichts von DNSSEC wissen, können mit dem Schlüsseltausch nichts anfangen. So, deswegen ist es also hier nicht möglich. Es wird also direkt sozusagen der öffentliche Schlüssel einfach verwendet. Ja. Und sozusagen, es gibt wesentlich viele Anfragen, es wird wesentlich oft übertragen und so weiter. Ja. Okay, egal, wie dem auch sei. Ja. Eine Sache, die noch dazu kommt, ist, haben wir heute auch schon ganz kurz besprochen, die Datenmenge in dem DNS-Paket ist begrenzt auf 500 Bytes, ja, insgesamt. Wer sich ein bisschen, sag ich mal, praktisch mit Kryptographie und zum Beispiel RSA auseinandersetzt, der weiß, dass RSA also für, sage ich mal, mittelfristige Schlüsselung eine RSA unter 2048 Bit eigentlich in der Realität nicht vorkommen sollte. Ja? Weil es eben, ja, also das ist die Geschichte mit den Quantencomputern und so weiter. Ja, wie dem auch sei. Ja. Ja, 2048 Bit bedeutet, wie viel Byte sind das? 256 Bytes. Ja. Also das ist gewaltig viel. Nämlich ungefähr die Hälfte von dem, was man in ein DNS-Paket übertragen kann. Das bedeutet also, wenn ich ein A-Record abfrage und ich habe eine 2048-Bit-Signatur drauf, dann bin ich irgendwie schon fast voll mit meinem DNS-Paket. Das heißt, wenn ich ein zweites Record auch abfrage, ja, oder ich bekomme zwei Antworten, wie Sie wissen, ja mehrere Antworten geben kann. Auf der Folie habe ich da google.com gehabt, da waren sogar vier drinnen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, da sind mehrere Signaturen dabei, dann ist die Grenze relativ schnell überschritten von diesen 512 Bytes. Und umso größer der Schlüssel ist, umso eher wird diese Grenze überschritten. Wenn man also einen 4096-Bit-Schlüssel nimmt, ja, also 4096-Bit RSA nimmt, bedeutet das, dass die Signatur also auch in etwa 4096 Byte hat. Das heißt, die sind 512 Bytes, ja, das geht sich gar nicht mehr aus. Ja. Was das zur Folge hat, haben wir ebenfalls besprochen, es hat also zur Folge, Sie kriegen eine truncated Antwort, der Client muss auf TCP umschalten und so weiter, das Ganze wird eben nicht zack. Und aus dem Grund, dass ein Schlüssel geknackt werden kann, wenn sozusagen viele Daten beobachtet werden, und umso kürzer der Schlüssel ist, umso schneller kann er geknackt werden, wird also empfohlen, den Schlüssel häufig zu tauschen. Ja, also sozusagen das Problem, was wir da haben, ist, wir brauchen zwar einen langen Schlüssel, damit er sicher ist, können sozusagen den langen Schlüssel aber nicht verwenden, weil das negative Auswirkungen auf die Performance hat, ja, eben weil die Daten dann zu viele werden. Und es hat negative Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Schlüssels. Bedeutet also, wenn wir nicht länger machen können, müssen wir ihn einfach öfters tauschen. So. Gut, und jeder, der jetzt mitgedacht hat oder mitdenkt, warte mal, schauen wir uns noch einmal diese Folie da an. So, jeder, der jetzt mitdenkt, der kann sich jetzt überlegen, was für eine Änderung entsteht oder was man alles ändern muss, wenn ich in der Zone bittorrent.cat auf meiner Zeichnung da den Schlüssel ändere, was das zur Folge hat. Ja? Es ist sozusagen eingezeichnet sogar. Ja? Man muss nur schauen, wo man hin. Richtig, ja. Also das hat zur Folge, wenn ich den Schlüssel ändere, bedeutet das, dass sich das DS-Record ändert, weil das DS-Record ist ein Hash-Wert von dem Schlüssel. Ja? Das heißt, wenn sich der Schlüssel ändert, ändert sich auch der Hash-Wert. Das DS-Record wiederum ist aber in der übergeordneten Zone. Und, was ich bisher verschwiegen habe, ja, das ist nämlich ein Sonderfall von dem DS-Record, das zeige ich Ihnen dann in dem File,
Das DF-Rekord wird eigentlich entgegen den Regeln von DNS in der übergeordneten Zone signiert. Bedeutet also, wenn ich in meiner untergeordneten Zone eine Änderung des Schlüssels vornehme, muss der in der übergeordneten Zone ebenfalls Änderungen in seiner Zone vornehmen. So, und jetzt stellt man sich eine Zone, eine kleine Zone vor, so wie die AT-Zone, in der vielleicht 1 Million Einträge drinnen sind. Ja? Und in dieser 1 Million, von diesen 1 Million Zonen, die unter AT drinnen sind, ja, ändern jetzt die Leute ihre Keys. Hat also zur Folge quasi, dass sozusagen die Link-AT einen Supercomputer braucht, weil die in 5 Minuten Takt ihre Zone neu digital signieren müssen. Ja? Wir sprechen ja da von aufwendigen Verfahren, wie Sie vom Kollegen Biller wissen, also ist ja RSA-Signatur ausrechnen jetzt nicht so was Einfaches. Ja? Also auch wenn es auf eine Signatur von Rechner schnell geht. So, was macht man also? Man hat das Problem also damit gelöst, dass man, und jetzt kommen wir zu den zwei Schlüsseln, man hat also das Problem da, damit gelöst, dass man gesagt hat, Moment einmal, dann machen wir zwei Schlüssel. Also nicht einen, kryptografisch würde einer reichen, aber praktisch quasi ist es nicht durchführbar. Praktisch verwendet man jetzt zwei Schlüssel, um dieses Problem zu umgehen, nämlich einen sogenannten ZSK, das ist der Zone Signing Key, und einen KSK, das ist der Key Signing Key. Den Zone Signing Key, das ist der, darum heißt das so, der die Zone signiert. Also derjenige, der die einzelnen Signaturen auf den Ressource-Records erstellt, also die, die wir vorher gesehen haben. Ja, also der signiert meine Zone, darum heißt der Zone Signing Key. Und der erstellt also diese, mit dem werden also die Signaturen erstellt. Und für diesen Zone Signing Key nehme ich jetzt einen kurzen Schlüssel, also zum Beispiel 1024-Bit, ja, oder 2048, ja, auf jeden Fall nicht 2096, auf jeden Fall einen relativ gesehen kurzen Schlüssel, weil erstens einmal sozusagen das, umso kürzer der Schlüssel, umso weniger Performance brauche ich und zweitens einmal, wenn der Schlüssel kürzer ist, habe ich auch weniger Daten in den DNS-Paketen zu übertragen. Ich bekomme also mehr Daten in einem Paket hinein. Ja. So, diesen Zone Signing Key, das ist mein Zonenschlüssel und den, weil er kurz ist, muss ich jetzt häufig tauschen natürlich. Das ist das sozusagen Negative daran. So, um jetzt aber dieses Schlüsseltauschproblem, was ich da vorher beschrieben habe, mit der übergeordneten Zone zu lösen, verwenden wir jetzt einen zweiten Schlüssel, nämlich den Key Signing Key. Und der Key Signing Key steht eh darauf der Folie, das ist jetzt ein sehr langer Schlüssel, ein sicherer, den ich also nicht oder nur selten tauschen muss, ja, damit ich den in der übergeordneten Zone sozusagen nicht behelligen muss. Key Signing Key heißt der deswegen, weil ich mit dem Key Signing Key meinen Zone Signing Key sozusagen sichere und das DSSet wiederum errechne ich aus dem Key Signing Key, also das ist derjenige, der sich langsam ändert und den gebe ich dann in die Parent Zone. Damit habe ich also sichergestellt, also mit dieser Technik habe ich also jetzt die Möglichkeit, dass ich, wenn ich meinen Schlüssel tausche, nicht den oberen sozusagen behelligen muss. Ja. Ich gehe jetzt da jetzt nochmal auf diese Zeichnung. Das heißt, ich habe also jetzt hier zwei Schlüssel drinnen, also nicht nur einen, sondern einen zweiten Schlüssel, das ist jetzt schon schwierig zum Zeichnen. Ja. Ja. Ich zeichne eine neue Zone, ist gleich einfacher. So, also ich zeichne jetzt diese Zone daneben oben hin. Das heißt, ich habe also hier diese Zone, die heißt BitTorrent. Und unter dieser Zone habe ich jetzt diese einzelnen Records erinnern, die wir da drüben gehabt haben. SOA-Record, NS-Record, DNS-Key-Record und so weiter. Und da gibt es jetzt ein zweites DNS-Key-Record. Das eine, da schreibe ich dazu, das ist der Zone-Signing-Key. Und das andere ist der Key-Signing-Key. So. Und jetzt gehe ich also her und mache Folgendes.
Ich signiere also meine Zone mit dem Zone-Signing-Key, ja, also mit diesem hier. Da kommt also eine digitale Signatur raus. Mit, so machen wir das. Das ist die Signaturfunktion S, ja. Und da kommt eine Signatur heraus, ja, wenn man so will. Ja. Also natürlich nicht nur eine, sondern ein Swiss Record, ja. Und das erstelle ich mit dem Zone-Signing-Key. So, und jetzt gehe ich her und tue diesen zweiten Schlüssel hier, also diesen ZSK, ja, mit, so, das ist die Signaturfunktion, da kriege ich eine zweite Signatur raus, ja. Das mache ich mit dem Key Signing Key, ja. Also ich tue den Zone Signing Key mit dem Key Signing Key sozusagen signieren, und den Key, der Key Signing Key tut sich dann selbst signieren, ja. Und, so wie es jetzt auf der anderen Seite aufgezeichnet war, nehme ich also jetzt diesen Key Signing Key her, errechne da die Hash-Funktion und bekomme hier das DS-Set heraus. Und das ist nun das DS-Set, was in die übergeordnete Zone hineinkommt. Ja? So, das bedeutet also, wenn ich jetzt, um das jetzt noch einmal vollständig zu erklären, wie so eine Abfrage funktioniert, oder wie die Sicherheitsprüfung funktioniert. Nehmen wir an, ich bin in der Zone Cut angekommen. Ich möchte also einen Ressource-Record aus der Zone BitTorrent.cut verifizieren. Zum Beispiel das SOA-Record. Jetzt muss ich irgendwie, komme ich jetzt von der Root-Zone und so weiter und bin jetzt in der Cut-Zone. In der Cut-Zone hole ich mir die Delegation. Die Delegation besteht aus dem NS-Record, damit ich weiß, wo muss ich weiterfragen. Und den DS-Record, damit ich die sozusagen prüfen kann, ob die Delegation korrekt ist. Jetzt gehe ich also in die BitTorrent.cut-Zone hinein und das, was ich dort mache, ist das Erste, ich hole mir den DNS-Key und zwar den Key-Signing-Key, errechne mir den Hash-Wert selbst von dem Key-Signing-Key und prüfe, ob dieser Hash-Wert zu dem DS-Set passt. Wenn das so ist, dann weiß ich, dass die Verkettung zwischen der übergeordneten Zone, also die Delegation, auf meinem DNS-Key, sprich auf den DNS-Key der BitTorrent-Zone, ja, korrekt ist. Dann kann ich die Signatur prüfen vom Zone-Signing-Key, also ich muss es jetzt umgekehrt machen, und zwar mit dem Key-Signing-Key überprüfe ich jetzt die Signatur von dem Zone-Signing-Key, wenn die stimmt, weiß ich, ah, der Zone-Signing-Key ist richtig. Und dann kann ich zum Beispiel das SOA-Record nehmen und die Signatur am SOA-Record und prüfe mit dem Zone seinen Key die Signatur am SOA-Record und dann weiß ich auch, ah, das ist auch richtig. Also Sie sehen, es sind hier viele einzelne Schritte der Reihe nach notwendig, wo sehr viele kryptografische Prüfungen Schritt für Schritt sozusagen notwendig sind, bis ein Server eigentlich endgültig sozusagen zu dem Schluss kommt, ja, es ist also sozusagen richtig. Ja, und an all diesen Stellen, wo da eine Signaturprüfung vorkommt, muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich das nicht habe, ja, sind das eigentlich Schwachstellen, die auf der anderen Seite ohne DLS auch ausgenutzt werden können. Ja. So, ja, also das ist jetzt das mit dem Zone Signing Key und mit dem Key Signing Key. Ich zeige Ihnen jetzt noch diese Zone. Und zwar, so, das ist also jetzt diese Zone BitTorrent.cut, die wir uns vorher schon angesehen haben. Und jetzt können wir einen Schritt nach oben gehen und uns die Cut-Zone ansehen, wo die Delegation auf die BitTorrent.cut-Zone drinnen ist. So, das ist hier mal grundsätzlich einmal die nackte Zone, das heißt also ohne DNSSEC. Was man hier sehen kann, ist wieder mal natürlich so ein SOA-Record natürlich, das ist notwendig. Ein NS-Record hier natürlich ist notwendig, also die beiden, die wir sowieso brauchen. Dann, was haben wir hier? Ja.
Ja, wer weiß, was das ist? Gute Frage. Also ich meine, ich weiß schon, was es ist. Hat man eine Idee, was die Zeile 12 da eigentlich darstellt? Was für eine Art von Rekord das ist? Ja, es ist ein Quad-E-Rekord, das ist klar, es ist ein IPv6-Rekord, aber welche Funktion hat es hier? Nein, leider nicht. Falsche Antwort. Also wir sind hier in der Zone Cut, ja. Ja, also der Herr Wirlach hat recht, ja. Es ist ein Glue-Rekord. Und zwar deswegen, weil hier in der nächsten Zeile 14 ist eine Delegation eingetragen, wie man sieht, ja, mit dem Namen Root Servers. Es ist hier kein Punkt drinnen. Das bedeutet, es ist also eine Delegation des Namens Root Servers.cut, ja. NES-Records sind Root Servers, sind Delegationsrecords. Bedeutet also, rootservers.cut ist unterhalb von cut. Ja? Und folgedessen ist a.rootservers auch unterhalb von cut. Folgedessen ist das hier ein Glue-Record. So, okay, aber was ich eigentlich zurück wollte, hier sieht man noch zwei weitere Delegationen, nämlich eine Delegation auf die Zone onion.cut, auf die Zone dot. Punkt Cut, ja. Und hier eigentlich die Delegation, die wir gesucht haben, nämlich die Delegation auf die Zone BitTorrent.cut. Also wie gesagt, das ist hier jetzt das nackte Zone-File. Das ist so, wie das Zone-File hier ist, würde es grundsätzlich funktionieren. Für die normale DNS-Abfrage ist es ein richtiges Zone-File, aber wir arbeiten jetzt mit DNSSEC, das heißt, schauen wir uns an, wie das signierte Zone-File ausschaut. So, das ist jetzt dieselbe Zone. Das ist jetzt dieselbe Zone, nur digital signiert. Die Zone Cut kann man hier sehen. Der Name beginnt ganz oben mit dem SOA-Record. Das ist also das gleiche SOA-Record noch einmal. So, in der nächsten Zeile, der Name Cut wiederum wird von oben übernommen. Hier ein Signaturrekord für das SOA-Rekord. Das ist also die digitale Signatur für das SOA-Rekord. So, nächste Zeile, hier ein NS-Rekord. Das ist das autorative Rekord für diese Zone. Ja, also sozusagen hier wird definiert, für das hat ja den Namen Cut, also gehört es hierher, ist also hier autorativ, ja. Es definiert den Nebenserver für diese Zone. Und damit gibt es hier ein Resource-Record-Signature-Feld hier, das also die Signatur für dieses NS-Rekord ist. So, hier sieht man jetzt ein NSEC-Rekord. Sie sehen, dieser NSEC-Rekord zeigt nicht auf sich selbst, sondern es zeigt auf den nächsten Namen. Und der nächste Name ist offensichtlich BitTorrent.cut. Und dieses NSEC-Rekord trägt auch den Namen Cut. Das erkennt man daran, dass links eben hier nichts steht. Es wird also der Name von oben übernommen. Damit ist auch dieses Rekord hier autorativ. Und damit gibt es auch hier wiederum eine Resource Record Signature, also eine Signatur für dieses NSEC Record. So, als nächstes kommen jetzt hier die beiden Keys. Man kann das eh mit freiem Auge auch erkennen, welcher hier der Zone Signing Key und welcher der Key Signing Key ist. Sie sind beide im Rekordtyp DNS Key enthalten, weil das eben ein allgemeiner Typ für Schlüssel ist. Man könnte die auch für andere Dinge verwenden. Der kurze, also der hier, ist der Zone Signing Key. Und der lange ist als der Long-Term Key, der Key Signing Key, der die Signatur des Zone Signing Keys sozusagen signiert. So. Drunter kommen jetzt die Signaturen. RSIG, ja. Das sind also die Signaturen für diese Keys, die wir da oben haben. So, als nächste Zeile kommt dann hier das Glue-Record von vorne, von vorhin, also das wir da vorher gerade diskutiert haben. Und Sie sehen, hier auf diesem Glue-Record ist keine Signatur drauf. Sie sehen ja, dass in der nächsten Zeile ein NS-Rekord kommt, ja. Es ist hier keine Signatur drauf. Und zwar deshalb, weil es ja nicht autorativ ist an dieser Stelle. Ja.
Dieses ist nur ein Q-Record, das für die Funktion des DNS notwendig ist, ist aber nicht authorativ hier. Und sozusagen signiert werden dürfen nur authorative Records. Weil wenn das anders wäre, würde das ja bedeuten, dass jeder andere auch fremde Records sozusagen signieren darf. Dieses Q-Record ist ja ein fremdes Record, das gehört ja hier nicht hin in Wirklichkeit. Ja? Und aus diesem Grund ist hier keine digitale Signatur vorhanden auf dem Ressource-Record-Feld, auf dem Q-Record-Feld sozusagen. Gut, was haben wir als nächstes? Als nächstes hier die weitere Delegation Omniome Cat, ja, also Sie haben ja gesehen, in der vorigen Zone waren ja mehrere Delegationen drin, das Spielchen wiederholt sich jetzt hier wieder, ja. Omniome Cat, dann haben wir hier ein NSEC-Record, ein Resource-Record-Signature-Feld und das dann für die anderen Zonen auch, .cat war dann ebenfalls noch eine Delegation. So, kommen wir jetzt zu dem BitTorrent, das ist das, was wir vorher uns schon angesehen haben. Das ist also jetzt die Delegation für das BitTorrent-Record, Entschuldigung, für die BitTorrent.cat-Zone. Das Delegation bedeutet also NS-Record. Und also jetzt bin ich da vorhin so salopp drüber gesprungen. Sie sehen auch hier auf den NS-Record, auf dieser Delegation, ist keine Signatur. Und zwar deshalb, weil es ist eine Delegation, aber das Record BitTorrent.cat, das trägt ja, wie man hier sieht, ganz eindeutig den Namen BitTorrent.cat, ja, ist an dieser Stelle nicht authoritativ, weil der Name-Server für die Zone BitTorrent.cat ist ja in der Zone BitTorrent.cat definiert. Okay? Es ist ein Delegationsrekord, das hier nicht authoritativ ist und folgedessen gibt es auch hier keine Resource Record Signature auf diesem NSEC. Ja? Das gilt für die drüberen, also für hier .cat und so weiter auch. Ja? So, was man jetzt weiter hier hat, hier finden Sie nun die beiden, also das DS, das DS Record für die Zone BitTorrent.cat. Sie sehen, hier sind zwei drinnen. Das ist jetzt informierend, ich erkläre es aber gleich, das ist nur deshalb, weil es werden zwei verschiedene Hash-Funktionen verwendet. Ja? Wenn ich da umschalten darf auf das andere, auf diese Zeichnung da, Sie sehen ja, dass das DS-Set das Ergebnis einer Hash-Funktion ist. Sie wissen auch, dass es in der Kryptographie verschiedene Hash-Funktionen gibt. Und was man bei DNSSEC im Laufe der Jahre einfach definiert hat, ist, dass ursprünglich hat man SHA-1 genommen. Sie wissen auch, dass SHA-1 mittlerweile nicht mehr ganz so sicher ist. Folgedessen wird hier eine zweite Hash, ein zweiter Hash-Funktion, ein zweiter Hashwert mit einer anderen Funktion definiert und das ist SHA-256. Ja? Darum sind es hier zwei. Wenn Sie hier schauen, sehen Sie auch, hier ist Typ 1 angegeben. Dieses Feld hier definiert den, definiert die Hash-Funktion, die verwendet wurde. 1 steht für SHA-1 und 2 steht für SHA-256. Ist im Prinzip also dasselbe, eigentlich nur mit zwei verschiedenen Hash-Funktionen errichtet. Ja. So, der Name dieses DS, dieses oder dieser beiden DS-Records ist BitTorrent.cat, ja, es wird also immer der Name genommen in dem Zone-File, der darüber steht, weil es von der Syntax halt so ist, ja. Das heißt, genau genommen sind auch diese beiden DS-Records an dieser Stelle nicht authoritativ. Und da kommt jetzt die Besonderheit von diesen, die Besonderheit von diesen beiden, also von diesem DS-Record, das ist übrigens in der RFC 4034, glaube ich, beschrieben ist. Die Besonderheit an den DS-Record ist, Sie sehen, hier darunter befinden sich zwei digitale Signaturen auf dem DS-Set. Und hier wird also sozusagen das DS-Set mit dem CAT-Zonenschlüssel, also mit dem Schlüssel der übergeordneten Zone signiert, obwohl es eigentlich an dieser Stelle vom DNS her, vom Namensraum falsch ist. Es würde eigentlich in die untergeordnete Zone gehen. Also falsch bedeutet, es ist an dieser Stelle nicht authoritativ. Und das ist eine Besonderheit, ja,
obwohl die nicht authoritativ sind, aber weil sie zur Delegation gehören und notwendig sind, um die kryptografische Verbindung zwischen der übergeordneten und der untergeordneten herzustellen, sind hier diese digitalen Signaturen. Hätten wir diese digitalen Signaturen nicht, könnte man keine kryptografische Sicherheit zwischen diesen beiden Zonen herstellen. Das ist also sozusagen das Besondere an diesem DS-Rekord, beziehungsweise an, ja, an dem DS-Rekord und an den Signaturen, die man hier sieht. Gut, wie geht es weiter? Ja, also das sind dann die weiteren Delegationen für die anderen, die weiteren Signaturen für die anderen Delegationen, die halt in diesem Original-Zone-File drinnen waren. So, so weit, so klar. Also ich weiß, dass das sozusagen mit zunehmender Masse verwirrender wird, warum welches Rekord drinnen ist. Diese Grafik ist relativ essentiell, glaube ich, ja, mit dem, was ich dazu erklärt habe, um sich das noch einmal vor Augen zu führen, was sozusagen da passiert und welches Rekord eigentlich welche Funktion hat. Ja. Also ja, das Schwierigste ist vielleicht das DS-Rekord. Gut, okay. Es kommt aber jetzt nichts mehr, das ist schon DNSSEC, mehr sozusagen. Also natürlich kann man immer mehr erzählen, aber also die wichtigsten Dinge zu, wie funktioniert die Kryptografie, wie ist da der Zusammenhang, ist also damit erklärt. Ja, wir könnten morgen so einen Wiederholungstest machen zum Beispiel, ja, und dann anschließend das diskutieren. Ja. Selbstverständlich, also morgen, glaube ich, in der Vorlesung ist es einfacher. Das heißt, wenn Ihnen jetzt gewisse Sachen unklar sind, schreiben Sie sich das vielleicht auf, dann können wir das morgen noch einmal diskutieren. Ist, glaube ich, einfacher als hier jetzt so mit Chat und Mikrofon. Ja. Also dann notieren Sie sich bitte Ihre Fragen, was da jetzt unklar ist. So, was jetzt fehlt in der Laborübung, wer sich das schon angeschaut hat, so hoffe ich zumindest, ja, sehen Sie das ich habe Ihnen eine zweite Angabe gegeben. Die zweite Angabe ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Erweiterung der Angabe 1 um DNSSEC. Sie müssen also dementsprechend Schlüssel und diese Signaturen und so weiter erstellen. So, und um das dreht es sich da jetzt auf den weiteren Folgen ganz kurz. Ich werde Ihnen das dann auch live demonstrieren, wie das funktioniert. So, ich habe das also hier kurz zusammengefasst. Also grundsätzlich ist es so, dass die Prüfung der Die Prüfung von DNSSEC, also diese gesamte kryptografische Prüfung, macht eigentlich bei DNSSEC nicht der Client, also nicht die Resolver Library, sondern die DNS-Server. Das bedeutet, also wenn man sich so eine klassische Konstruktion anschaut, also wie man das eh auch schon, also wie das eh auch schon mehrmals aufgezeichnet hat, warte, ich mache jetzt da schon einmal ein Bildchen, warte mal, da machen wir eine neue Folie. So. Also normalerweise ist es so, ich habe also hier, das da ist das Intranet, also das firmeninterne Netzwerk, meine ich damit, ja. Hier sitzen also die Clients mit ihrem Notebook, sagen wir jetzt einmal. So. Dann gibt es Firmen, in der normalerweise irgendwo einen DNS-Server. Und hier geht es dann ins Internet raus und im Internet haben sie dann im Internet haben wir dann irgendwo Root-Name-Server und andere Nebenserver, also so in etwa hat das da in dieser Grafik, die ich da schon gehabt habe, ausgesehen. So, und die kryptografische Prüfung findet also sozusagen hier an dieser Stelle statt, also bei dem DNS-Server. Das heißt, der DNS-Server macht entsprechend die Anfragen, so wie wir es da mal diskutiert haben, da kommen die Antworten zurück und so weiter. Und diese Prüfung macht eigentlich der DNS-Server hier.
funktioniert auch nur wirklich sicher an der Stelle, wo ich ein Vertrauen zur Root-Zone aufbauen kann, ein vollständiges. Und dieses Vertrauen zur Root-Zone vollständig aufzubauen, kann ich ja auch nur dann, wenn ich also sozusagen über einen anderen als den normalen Weg den Schlüssel der Root-Zone tauschen kann oder bereits besitze. Vorher habe ich das erklärt, geht also beim DNS-Server, macht das der Administrator sozusagen, indem er den Schlüssel einfach in die Konfiguration aufnimmt. Und dadurch hat also dieser DNS-Server in dieser Firma zum Beispiel die Möglichkeit, eben das Vertrauen zur Root-Zone und damit zu allen anderen Zonen, die also darunter sind, herzustellen. Der Client kann das nicht, weil er hat in der Regel ja diesen Root-Schlüssel, also den Root-Zonen-Schlüssel nicht. So, ja, passt. Jetzt gehe ich also da nochmal auf das dahin. So, gut, um das jetzt umzusetzen, also DNSSEC umzusetzen, zum einen gibt es einmal für den DNSSEC, Entschuldigung, für den Bind die Option DNSSEC Enable. Man muss also das DNSSEC beim Server grundsätzlich aktivieren, das gilt für alle DNS-Server natürlich. Ja. Da wird eben dieses Feature, dieses Prüfungsfeature und so weiter aktiviert. Mit diesem Aktivieren von dem DNSSEC Enable, beziehungsweise also mit dem Aktivieren von DNSSEC auf allen anderen DNS-Servern genauso, aktiviert man also diesen Prüfungsmechanismus. Das heißt, der Server schickt dann nicht nur iterativ einfach Records auflösen, sondern fragt auch immer nach den entsprechenden Signaturrecords, nach diese Delegationsprüfung mit dem DNSSEC und so weiter. Ja, also das wird damit alles aktiviert. So, gut, um jetzt auf meinem DNS, also normal hat man ja nicht 200 Zonen, sondern eben quasi eine oder ein paar wenige, um also jetzt sozusagen, um jetzt DNSSEC in seiner Zone zu aktivieren, muss man also jetzt einmal diese Signaturen erstellen. Und damit man Signaturen erstellen kann, braucht man einen privaten Schlüssel. Wir brauchen sogar zwei private Schlüssel, weil wir haben ja zwei verschiedene Schlüssel, nämlich den Zone Signing Key und den Key Signing Key. Also das ist das Erste, was man macht. Und dafür gibt es dieses Command-Line-Tool, das beim Bind eben dabei ist. Also wenn man den Bind installiert, bekommt man diese Bind-Utils, heißen die Bind-9-Utilities, die kann man auch separat installieren, also ohne, dass man den Bind installiert. Sind also universelle Tools, ist es auch das Ressource-Record-Format universell. Ja? Also Ressource-Records, die man mit diesem Tool erstellt hat, kann man also problemlos auch in einem Microsoft DNS-Server zum Beispiel einfüllen, weil eben die Ressource-Record-Formate definiert sind. So, ich muss also zwei private Schlüssel grundsätzlich einmal erstellen. Dafür gibt es dieses Tool namens DNSSEC KeyGain. Das Wichtige eigentlich an dem DNSSEC KeyGain grundsätzlich ist, das was da in der zweiten Zeile steht, es steht hier in zwei Zeilen, es ist natürlich nur ein Kommando, es steht in zwei Zeilen, weil die Folie da zu schmal ist. Ja. Das Wichtige, was ich eingeben muss, ist hier mit der Option minus B die Länge des Schlüssels in Bit, in diesem Fall haben wir den Key Signing Key, also das ist der Long Term Key, den mache ich hier 4096 Bit lang. Dann, was weiters wichtig ist, ist hier haben wir den Parameter minus N Zone, damit wird dem Tool gesagt, wir wollen also wirklich einen Zonenschlüssel haben, also einen, der für irgendeine Art der Signierung in der Zone zuständig ist. Das ist deshalb wichtig, weil das DNS-Key-Feld grundsätzlich ein universelles Schlüsselfeld ist. Sie können also dort auch verschiedene andere Schlüssel für irgendwelche anderen Zwecke ablegen. Ja. Wenn die aber sozusagen, also damit die Server den richtigen Schlüssel aus der Zone herausnehmen können, der für die Zonensignierung zuständig ist, muss der also markiert werden mit einem bestimmten Bit und das macht man eben, das macht das Tool, wenn man sagt, Achtung, es ist ein Zonen-Key. So. Hier haben wir dann minus FKSK. Diese Option sagt dem Tool, Achtung, ich brauche einen Key Signing Key. Das ist ebenfalls wichtig für die prüfenden Tools, weil wir haben ja zwei und diejenigen, die also sozusagen hier die DNSSEC-Prüfung durchführen wollen, müssen ja wissen, welcher von den beiden ist jetzt ein welcher.
Und mit diesem minus FKSK sagt man also dem Tool, bitte erzeuge hier einen Key, seinen Key. Das wird in dem Ressource-Record nachher vermerkt, damit eben das sozusagen klar ist. So, wenn wir jetzt hier noch in die erste Zeile schauen, sind hier zwei Parameter, dieses minus A, RSA, SHA-1. Das ist Default. Ich habe es hier quasi nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Ja. Es handelt sich hierbei ja um quasi einen Signaturschlüssel, der erstellt werden muss. Diese Signatur ist ja quasi grundsätzlich was Allgemeines. Wenn man kryptografisch was rechnen will, muss man ja ganz genau sagen, wie soll die Signatur denn mit welchem Algorithmus. Und RSA und SHA-1, also bei der Signatur haben wir immer ja eine Hash-Funktion und einen Signaturalgorithmus. Und RSA SHA-1 ist also der Standard, der zumindest erfüllt sein muss. Ja. Bedeutet also, Sie können hier, es ist also im DNSSEC auch möglich, mehrere Signaturen mit mehreren Algorithmen, quasi moderneren, sichereren, länger bla 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 Algorithmen zu machen, ja. Aber RSA SHA-1 muss also zumindest vorhanden sein, weil das ist im Standard definiert und diesen Mindeststandard erfüllen alle. Ja. Das Tool DNSSEC Key nimmt also dieses SHA-1 vollautomatisch. So, hier habe ich dann noch einen speziellen Parameter, den man in der Praxis nicht verwenden sollte. Ja, darum ist hier auch eine Fußnote dabei. Hier wird sozusagen, wenn Sie sich an den Kollegen Piller noch zurückerinnern, wie denn solche Schlüssel erzeugt werden, dann können Sie sich bestimmt auch erinnern, dass ein RSA-Schlüssel in Wirklichkeit ja aus zwei Primzahlen besteht und diese beiden Primzahlen werden also zufällig ausgewählt. Ja. Bedeutet, wir brauchen also Zufälligkeit. Woher kommt diese Zufälligkeit? Jedes Betriebssystem stellt irgendwelche Mechanismen zur Verfügung, die Zufälligkeit erzeugen. Hier verwenden wir, also unter Unix gibt es ja das, gibt es im Dev-Verzeichnis, wenn Sie sich erinnern, nur verschiedene spezielle Geräte, also spezielle Dateien. Unter anderem gibt es dort das DevRandom. Das DevRandom liefert eine gute Zufälligkeit. Diese gute Zufälligkeit wird aber erzeugt durch äußere Einflüsse. Ja? Also das heißt zum Beispiel durch Aktivität am Netzwerk und solche Sachen. Ja? Und das bedeutet, um dort viel Zufälligkeit herauszubekommen, dauert es unter Umständen lange. Zumindest auf einem Desktop-PC, auf dem normal keine Netzwerkaktivität oder relativ wenig ist. Auf einem Server schaut das anders aus, aber auf einem Desktop-PC hat man normalerweise keine entsprechende Aktivität. So, dafür gibt es hier das defuRandom. U steht für unRandom, also das nicht zufällige Device. Ja. Dieses unRandom ist einfach ein Pseudo-Zufallszahlengenerator, der irgendwelche Zufallszahlen generiert, die aber nicht kryptografisch sicher sind. Das heißt, das steht hier nur dafür, für die Laborübung, damit Sie jetzt nicht 3 Tage lang warten, bis genügend Zufälligkeit da ist. Kann man also hier auch das uRandom-Device verwenden, das unRandom, weil das, sage ich mal, für die Laborübung genügend Zufälligkeit liefert. Da geht es ja nur ums Prinzip. Ja. Aber wie gesagt, in der Praxis seien Sie vorsichtig, ja, verwenden Sie nicht das uRandom. Ist also ein gefährliches Device für echte kryptografische Zufälligkeit. Also muss man das andere verwenden. Okay, so, also mit diesem Kommando kann man jetzt den KSK erstellen. Das Erstellen für den ZSK funktioniert ganz genauso. Es ist dasselbe Befehl mit dem Unterschied, also ich habe jetzt da jetzt das mit dem DefRandom und so habe ich weggelassen, damit es da wieder weniger ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kommandos ist zum einen die Bitlänge. Hier sehen Sie also, dass ich beim ZSK nur eine Bitlänge von 1024 Bit genommen habe. Also einen kurzen Schlüssel. Der zweite Unterschied ist, dass hier nicht diese Option minus FKSK dabei ist. Ja? Weil wir wollen hier keinen zweiten Key, seinen Key, sondern einen Zone seinen Key erstellen. Und dann muss ich diese Option einfach weglassen, dann bekomme ich einen Zone seinen Key. So, als Ergebnis entstehen, also jedes Mal, wenn man DNSSEC Key gain aufruft, entstehen zwei Dateien. Die können Sie dann sehen. Ich zeige Ihnen das dann auch. Und zwar die eine Datei hat die Endung Punkt Key und die zweite Datei hat die Endung Punkt Private. Das ist, glaube ich, jetzt mal schon
ich selbst erklärend, was da drin ist. Also das Punkt Private ist der private Schlüssel. In Klammern steht aufpassen, ja, der heißt nicht umsonst privater Schlüssel, also das ist der gefährliche, mit dem kann man die Signaturen erstellen, den sollte man also ja, wohl behüten. Das Punkt Key, das andere ist also der öffentliche Schlüssel, und dieser öffentliche Schlüssel wird also in so einem Format gespeichert, dass diese Datei enthält gleich ein Ressource-Record im entsprechenden Format, das man dann direkt im Zone-File verwenden kann, ohne dass man da noch was anpassen muss. So, also mit diesen beiden Befehlen haben wir jetzt einmal für eine Zone die entsprechenden Schlüssel erstellt. Also vier in Summe, ja, also einen öffentlichen und privaten Zone-Signing-Key und einen öffentlichen und privaten Key-Signing-Key haben wir jetzt. So, was jetzt passieren muss, ist, dass, so, also wie in der Beispielzone auch, die beiden öffentlichen Schlüssel, nicht den privaten natürlich, die beiden öffentlichen Schlüssel, die muss ich jetzt in die Zone, in das normale Zone-File hineinkopieren einfach. Ja, also abbitten, ja, ist eher der mühsame Weg, sage ich mal, weil es doch ein relativ langer Schlüssel ist. Ja. Also zum Beispiel mit Cut kann man das einfach, also die beiden Key-Files einfach in das Zone-File. In dem Beispiel heißt mein Zone-File jetzt BF, also BF ist der, hoppala, BF ist der Dateiname von meinem Zone-File auf den Folien. Ja. Also ich kopiere einfach diese beiden Schlüssel in das BF hinein. Und dann habe ich auch schon alles, was drin ist. Dann habe ich also ein normales Zone-File müssen Sie natürlich sowieso erstellen, beziehungsweise haben Sie sowieso bereits. Das heißt, Sie erstellen die beiden Schlüssel und dann kopieren Sie diese Schlüssel in dieses eh schon vorhandene Zone-File hinein. Und dann kann man auch schon die digitalen Signaturen erstellen und dafür gibt es ein weiteres Tool, das heißt DNS6SignZone. Mit dem Tool werden jetzt diese RR-SIG Resource Records erstellt. Der Command, der Befehl ist ebenfalls so relativ einfach. Zum einen muss man hier -o origin, also das ist sozusagen jetzt der Name der Zone, angeben. Ja? Also wie die Zone heißt, nicht wie die Datei heißt, sondern wie die Zone heißt. Ja? Dann müssen Sie angeben den Dateinamen vom Key Signing Key und was haben wir noch? Ganz hinten kommt der Dateiname vom Zone Signing Key. Und zwar vom privaten Schlüssel natürlich, ja. Weil zum Signatur erstellen braucht man ja einen privaten Schlüssel. Das heißt, Sie müssen die Dateinamen angeben. Die privaten Schlüssel sind ja nicht im Zone-File drinnen. Er kann es also nicht automatisch aus dem Zone-File herausnehmen. Ja, hier auf der Folie, das ist jetzt mit den zwei Zeilen aufgeschrieben, das ist natürlich ein Befehl, ja, ist ganz klar. Und hier mit dem -n Unix-Time, das kann man verwenden, wenn man möchte. Damit wird also bewirkt, dass die Seriennummer in so einem Rekord automatisch abgedatet wird. Ja. Sie dürfen also nicht vergessen, dass wenn Sie Ihr Zone-File ändern, müssen Sie trotzdem die Seriennummer updaten. Wenn Sie die Seriennummer ändern, müssen Sie aber bedenken, dass sich natürlich die Signatur ändert. Ja. Das heißt, Sie müssen zuerst die Seriennummer ändern, dann die Signatur erstellen, nicht umgekehrt. Ja. Oder Sie sagen eben dem DNSSEC-Key-Tool, er soll mit Unix-Time zum Beispiel, mit den Unix-Timestamp genommen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Sie können an der Main-Page aber nachlesen, welche andere Möglichkeiten außer Unix-Time es dann auch noch gibt. So, und als Ergebnis von diesem DNSSEC-Sign-Zone entstehen jetzt zwei Dateien. Zum einen die Datei bf.sign, sofern die Datei vorher bf geheißen hat, ja. Also .sign, also irgendwas Zonenname.sign. Das ist das Zone-File, das fertige, das Sie nach dem DNS-Server, also dem Bind, in diesem Fall direkt so, wie es ist, unterjubeln können. Also sprich im Named.conf-File zum Beispiel aufnehmen. Nicht vergessen, wenn Sie ein bestehendes Zone-File sozusagen neu signiert haben und eine neue Seriennummer haben, müssen Sie dem Bind das auch mitteilen. Also mit RNDC-Reload zum Beispiel müssen Sie dem Bind sagen, Achtung, es hat sich was geändert. Also sozusagen nicht einfach signieren und darauf warten, er erkennt es nicht von allein, das macht er nicht. Ja. So, als zweites Ergebnis von dem Zonen-Signieren ist hier eine weitere Datei entstanden und diese Datei enthält die DS-Records und
Diese DF-Records muss man jetzt in der übergeordneten Zone einfügen, ja, so aus den Gründen, die ich da vorher erklärt habe. Das heißt, in der Laborübung sozusagen muss man beim ersten Mal, Sie haben ja hier mehrere Zonen, also eine Root-Zone, dann Top-Level-Zonen und dann Second-Level-Zonen, sozusagen beim ersten Mal zumindest muss man daher von unten nach oben das durchmachen, weil man in der übergeordneten Zone ja immer das DS-Set einfüllen muss, das bekomme ich aber aus der untergeordneten Zone heraus erst. Ja. Das DS-Set ändert sich sozusagen, wenn Sie noch einmal mitdenken, wann ändert sich das DS-Set? Ich zeige Ihnen nachher ein Beispiel, wo man das genau einfügt. Ja. Genau, das DS-Set ändert sich also nur dann, wenn sich der Schlüssel ändert. Ja. Das heißt, das ist ja der sozusagen der Grund, warum wir jetzt einen KSK und einen ZSK haben. Das heißt, wenn Sie also wenn jetzt, sagen wir, die gesamte Infrastruktur jetzt digital signiert ist und DNS-Secure ist, wenn Sie dann aus irgendeinem Grund in einer untergeordneten Zone etwas ändern, also ein Ressource-Record ändern, ein A-Record oder sonst irgendetwas, ja, dann müssen Sie nicht wieder die gesamte Litanei nach oben durchsignieren. Weil das DS-Set ändert sich ja nicht. Das DS-Set ändert sich nur dann, wenn Sie den Key-Signing-Key ändern und den ändert man normalerweise ja nicht. Ja? Das heißt, wenn ich ein A-Record zum Beispiel in einer Zone ändere, dann muss ich die Zone für sich zwar mit dem DNS-Sign neu signieren, aber für die übergeordneten Zonen ändert sich nichts, weil das DS-Set hat sich also nicht geändert. Ja? So, gut, dann schlage ich vor, machen wir jetzt, das hat jetzt nicht sehr lang gedauert, machen wir da jetzt noch mal eine kurze Pause von, sagen wir, 10 Minuten, ja, und dann zeige ich Ihnen noch einmal live, wie das jetzt ganz konkret wirklich funktioniert, wie man das eine, also wie man das der Reihe nach macht. Das ist wirklich einfach, also man braucht wirklich nur diese Schritte da zu verfolgen. Gut, jetzt ist bei mir 20.23 Uhr, das heißt, machen wir 20.33 Uhr, geht's weiter. So.